InsatTV. Land und Leute sind unsere Stars. Nach Matineen mit den Schauspielern Fritz Karl und Karl Markovic ist es nun den Rieder-So-Optimistinnen gelungen, mit Maria Köstlinger und Jürgen Maurer zwei der derzeit meistbeschäftigten österreichischen Schauspieler nach Ried zu bringen. Im Rahmen einer Benefiz-Matinee Anfang Mai brachte das hervorragend disponierte Duo, das seit einiger Zeit auch privat als Paar durchs Leben geht, Sketche und Humoriges der Liebesliteratur. Was es ist? Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist. Sagt die Liebe. Musikalisch wurde die Sonntagsvorstellung vom Duo de Salon Peter Gilmeier und Guntram Zauner ummalt. Heiße Liebe. Ein ganzer junges Liebespaar verabschiedet täglich sich vorm Tor und immer, wenn er's heim hat gebracht, steht er mit ihr die halbe Nacht. Auf Abschiedskuss folgt Abschiedskuss und beide kommen zu keinem Schluss. 2 Stunden stehen sie heute schon dort und küssen sich in einem Furt, vergessen ringsum Raum und Zeit vor lauter holder Zärtlichkeit. Und war Raketen explodiert, die 2, die hätten's gar nicht gespürt. Wie sie so in seinen Armen liegt, ganz hauteng an ihm angeschmiegt und er seinen Mund presst auf ihr Munderl, da kommt daher ein kleines Hunderl. Na, so ein Hunderl ist nicht blöd, weil es dem besten Duft nachgeht, so schnuppert es halt an dem Wadel vom Madel in dem Minikladel. Und gerade beim allerletzten Busserl, da hebt das Hunderl hoch sein Fussel und macht, was halt ein Hunderl macht, wenn's äußern geführt wird bei der Nacht. Und wie das Hunderl da so wirkt, da hat das Madel was bemerkt, ganz selig sagt's, du, ohne Scherz, mir wird zwar jetzt mal warm ums Herz, aber heute ist besonders süß. Heute gespür's warm bis in die Füße. Vorstadtweiberstar Maria Köstlinger hatte in Ried fast eine Heimvorstellung, da die erste Reihe im Rieder Sparkassenstadtsaal ausschließlich mit ihrer Verwandtschaft besetzt war. Sie kommt aus dem Innviertel, also ihr Papa, mein Bruder ist im Innviertel geboren. Und wir haben insgesamt 11 Kinder gewesen, die sind schon gestorben. Und so hat sie auch eine sehr große Nähe zu unserer Region. Also ich bin ja halb. Ja, naja, gefunden. Verklickt. Was nicht, wie ihr das heute seht nach der ganzen Verwandtschaft, die ihr treffen wird, aber ich glaube, es ist eigentlich ein wunderschönes Land und wir sind sehr, sehr glücklich, dass wir heute da in Ried und Karls sein dürfen und die Leute waren so toll, also es ist einfach herrlich. Waren Sie oft in Ried? Nein, also es ist eigentlich Ried und Umgebung meiner ganzen Verwandtschaft. Zellander Fram. Genau, Zellander Fram oder Rab oder eben Vöcklabruck und dann auch jetzt in Eckelsberg und also ganz, ganz weitläufig diese ganze Gegend, genau. Und da waren wir hauptsächlich bei Oma und Opa und die waren in Eckelsberg zu Hause.
So eine Matinee wie heute macht Spaß. Sehr, wahnsinnig. Ja, ist großartig. Es ist ja wunderschön, vor allen Dingen, wenn man eben nicht in der Metropole auftritt, sondern ein bisschen weiter draußen. Und die Leute kommen und erwarten sich sonst was, lesen und haben eine gewisse Kunst- und Kulturbefürchtung. Und dann merken sie, dass es eine Gaudi ist und freuen sich riesig. Das ist das Schätzchen, was es gibt. So Optimistinnenpräsidentin Christine Berghammer zum großartigen Erfolg der Veranstaltung. Frau Präsidentin, ein gelungener Vormittag. Absolut, ein sehr gelungener Vormittag, eine wunderbare Matinee. Ich werde immer wieder gefragt, wie schafft es denn ihr, das so tolle Kunst an Henri zu bringen? Und da gibt es eine klare Antwort und die heißt Professor Eduard Geroldinger von der LFS Ried-Enkreis. Und die unterstützen uns dabei, immer wieder die tollsten und besten Künstler nach Ried zu holen. Gibt es schon eine Planung fürs nächste Jahr? Noch nicht, aber es gibt schon Favoritinnen. Der Sensible. Jesus, Schwester, so ein Schmerz, das holt ja keiner aus. Oh, ich glaube, mir zieht schon himmelwärts. Die Schmerzen, so der Kraus. Das muss doch nicht sein, dass ich da herinkrepiere. Die Folterart ist uns gemein. So sind sie halt lieb zu mir. Ich spüre mein ganzer Arm fällt ab. Jetzt spüre ich gar nichts mehr, weil ich schon fast eine Ohnmacht habe. Mein Blut wird mir ganz leer. So nehmt's doch Rücksicht auf mich. Ich bin doch schwer verletzt. Meine allerletzte Stunde spüre ich. Zu Ende mit mir geht's jetzt. Wir sind doch reißen so brutal. Das dauert ja schon Stunden. Na endlich. Aus ist diese Qual. Das Pflaster ist herum.